versuche jetzt über das, was morgen stattfinden wird, die Diskussion zwischen Putin und Fischer vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht zu bringen. Jetzt der nächste Redner ist der Kaiser. Nun doch da. Applaus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die, die letztes Mal noch nicht da waren, möchte ich meine Einleitung noch einmal bringen. Es war der Roosevelt, war im Jahr 1912 beim Franz Josef auf Staatsbesuch. Und die zwei haben miteinander gesprochen, was ist jetzt die Aufgabe eines Präsidenten und was ist die Aufgabe eines Kaisers. Und der Roosevelt hat dann gesagt, naja, also wirklich überzeugt haben sie nicht, können sie das nicht in einem Satz zusammenfassen. Und dann hat der Franz Josef gesagt, ja, die Aufgabe eines Kaisers ist es, das Volk vor seinen Politikern zu beschützen. Und ich habe jetzt angeboten, dass ich einmal in der Woche unter diesem Thema eine Stegreifrede halte zur politischen Situation. Und ich fange immer meine Rede mit einem Zitat von Stefan Zweig an. Der Stefan Zweig hat gesagt, eine gute Rede ist ohne Manuskript und eine geniale Rede ist ohne Vorbereitung. Und ich versuche jetzt über das, was morgen stattfinden wird, die Diskussion zwischen Putin und Fischer vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht zu bringen. Ich habe letzte Woche gesagt, bei der Ukraine gibt es mehrere Probleme, die in der Presse falsch dargestellt werden. Aber eines der Hauptprobleme ist, dass bis zum Ersten Weltkrieg mitten durch die Ukraine die österreichisch-russische Grenze gegangen ist. Und im österreichischen Teil war Ukrainisch eine von 12 Randsprachen und im russischen Teil war Ukrainisch ein Dialekt, der zur Assimilierung freigegeben worden ist. Das heißt, wenn Sie jetzt das Land wieder zusammengeben, haben Sie in den Gebieten, wo früher Österreich-Ungarn war, die offizielle ukrainische Sprache, auch das nationale Bewusstsein, dass Ukrainisch eine Sprache ist. Und in den anderen Teilen, die früher bei Russland waren, gibt es sehr viele, die das Gefühl haben, dass Russisch nur ein Dialekt ist. Man kann das einfach sagen, dort wo die Orangenen waren, dort waren die Österreicher und dort wo die Blauen sind, dort ist der Janukowitsch. Und die zweite Sache, die bis jetzt auch noch nicht oder ungenügend gesagt worden ist, das ganze Problem an der Krimkrise war die Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, wie damals die Sowjetunion auseinandergefallen ist, hat es so viele Probleme gegeben wirtschaftlicherweise, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, wo jetzt die Schwarzmeerflotte steht. Und wenn Sie sich die Landkarte von Russland anschauen, also Russland hat viel zu wenig Küste, um die Schwarzmeerflotte nach Russland zu transferieren. Das heißt, man hat dann auf der Krim eine exterritoriale Zone gemacht, das Sewastopol, und hat dann die Schwarzmeerflotte nach einem gewissen Schlüssel aufgeteilt. Das heißt, Russland hat ungefähr 80% der Schiffe gehabt und die Ukraine 20%. Und der eigentliche Schmäh an der ganzen Sache war, dass man jetzt der Ukraine unter dem Vorwand, die territoriale Integrität zu garantieren, die Schwarzmeerflotte auch in die NATO übernehmen wollte. Und da war der Punkt, wo die Russen gesagt haben, also bis daher und nicht weiter. Also man muss jetzt diese Krimkrise auch unter dem Standpunkt sehen, dass die Russen nicht bereit waren, die NATO-Flotte gratis der NATO zu übergeben. Und dann kommt diese Geschichte, die ich letztes Mal gesagt habe, dass es da ein geheimes Abkommen gegeben hat, weil man auch im Westen eingesehen hat, dass dieser Krieg unnötig ist, dass man die Krim den Russen so quasi als Geschenk zu den Olympischen Spielen schenkt, dass man während der Olympischen Spiele diese, wie es halt so war, und wie ich auch letztes Mal gesagt habe, wenn man sowas macht, dann braucht man mindestens 3 Jahre Vorbereitung. Und das Lustige ist, sie haben jetzt im Olympischen Komitee und in den internationalen Organisationen haben sie die gleichen Leute, die die Olympiade und die Krim vergeben haben. Und wie wir dann auch noch letztes Mal gesagt haben, als Beweis dafür ist, dass dann der Bernie Ecclestone in Sochi zwischen der Olympischen Halle und der Curlinghalle einen Grand Prix gemacht hat, dass es auf einmal eine Brücke gibt, dass man dann nach dem Grand Prix auf die Krim rüberfahren kann, dass es auf einmal auf der Krim Casinos gibt und die Casino-Lizenzen komischerweise an die gleichen Leute verkauft worden sind wie in Las Vegas und in Macau. Und das einzige Problem, was jetzt wirklich war und wodurch jetzt auch diese 300 Toten von waren, die der Vorredner gesagt haben, war,
dass der Putin den Russen, die auf der Krim gelebt hat, russische Pensionen gegeben hat. Und die Russen, die weiter im Donetsk-Becken geblieben sind und ukrainische Pässe haben, die bekommen jetzt Pensionen, die nur ein Viertel sind von den russischen Russen, wenn ich das so sagen kann. Und die ganze Krise ist, obwohl jetzt der Putin an und für sich nach meinem Wissen die Ostgrenze garantiert hat, nur ein Problem gibt von den, ein Pensionsproblem, weil die dort auch genauso hohe Pensionen wollen, beziehungsweise alles andere ist jetzt ein Politikum, dass man unter dem Einhalten der territorialen Integrität einen Bürgerkrieg auf Bauschen will, den es gar nicht gibt. Und zum Abschluss wollte ich jetzt nur sagen, nur dass Sie wissen, als Österreicher, wie sehr diese beiden Sprachen gemeinsam sagen. Also ich wollte jetzt ein paar Worte sagen, die sich Liebende untereinander sagen. Also zum Beispiel auf Russisch heißt ich liebe dich, ja lubju tebya, und die Ukrainer sagen, ja lubju tebe. Das heißt, es ist ein einziger Buchstabe anders. Ne? Oder wenn ich sage, du bist ein hübsches Mädchen, dann heißt das auf Russisch, die krasivaya devushka. Und auf Ukrainisch heißt es die Charna Divchina. Also ich bin der Meinung, dass diese beiden Völker nie und nimmer aufeinander losschießen werden, sofern nicht die Aggression von außen hineingebracht wird, zum Beispiel von der NATO. Jawohl! Danke.